Das neue Tekken ist da. Hier 5 Tipps für dich, um nicht gnadenlos vernichtet zu werden. Erstens, richtig blocken. In Tekken blockt man fast immer im Stehen. Nur niedrige Angriffe müssen duckend geblockt werden. Aber verfall bei paar Lows nicht gleich in Panik. Erst bei Mustern ducken oder wenn der Gegner sie häufig anwendet. Griffe hingegen kann man nicht blocken, aber durch Dreieck, Viereck oder beides zusammen brechen. Zweitens, richtig angreifen. Lern zuerst die besten niedrigen Attacken deines Charakters, insbesondere Sweeps. Die mischst du dann gut mit schnellen Jabs, Würfen und Angriffsketten durch. Sobald der Gegner sich duckt, katapultierst du ihn in die Luft mittels Hopkick. Dann via Combo 4 Damage machen. Es reicht völlig, 1 bis 2 universelle Combos zu können. Mehr ist anfangs überbewertet. Drittens, Todeszonen. Vermeide es unbedingt, auf dem Boden oder in Ecken zu landen. Wenn dein Gegner dann immer draufhackt, kann dir dieser DP aus der Patsche helfen. Viertens, Hitzköpfe an die Macht. Benutze jede Runde den Heat-Zustand. Wäre sonst echt Verschwendung. Während Heat sind viele Moves deines Charakters mächtiger. Am einfachsten mittels Burst auslösbar. Sobald die Leiste fast leer ist, noch den mächtigen Heat-Smash zünden. Ein eigenes Video zu Heat und Rage kommt in Kürze noch. Fünftens, meine Tutorial-Playlist. Damit kannst du easy in Kampfspiele einsteigen, weil dort alles von A bis Z erklärt wird. Doria!